Ich sag goodbye Vientiane. Sowas sieht man hier. Das ist etwas Schönes von der Hauptstadt. Von der Hauptstadt aus. Und ja, der Wind weht ein bisschen. Ich gönne mir eine Fahrt mit einem Tuk-Tuk zu den South Bahnhof in Vientiane, mit dem ich dann weiterreise. Und ja, schau mir halt so lange während der Fahrt alles an, was ich noch nicht gesehen habe. Es gibt überall irgendwas Neues, Gebautes. Ja, ist auch sowas. Da hinten gab es eine Uhr. Ja. Also, wer keine Lust hat zu laufen, vor allem lange zu laufen, der kann sich während den Aufenthalt in Vientiane ein Tuk-Tuk leisten. Ein Tuk-Tuk ist nicht teuer und man unterstützt dabei, die Menschen, ihre Familien zu ernähren, weil im Endeffekt the driver must make the job as with the driver or the driver, bla 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 bla. Und da sind schon wieder ein paar Leute online und sagen, der Junge, der redet doch ein bisschen wieder Schmarrn. Ja, er redet Schmarrn. Ja, das Geld geht nämlich nicht nur für den Tuk-Tuk-Fahrer, sondern für seine Familie. Ich sag mal, in der Innenstadt verdienen sie sehr gut Geld mit dem Tuk-Tuk fahren, und ich finde, das ist keine schlechte Sache, wenn sich eine Familie davon ernährt. Und ja, so ein Tuk-Tuk sieht halt so aus, ne? Das ist der Fahrer, ist ein Motorrad mit drei Rädern oder auch vier oder auch fünf. Es gibt unterschiedliche, naja, aber die sehen halt so aus. Man kann hier drin sitzen, man kann hier mit mehreren Leuten drin sitzen. Das ist günstiger wie ein Bus. ETBT. I don't know what this is, but he have a nice flat. Hammer Gebäude. Architekt hat was Gutes gemacht, würde ich sagen. Ja. Jetzt näher der Innenstadt sieht man auch so, sage ich mal, Tankstellen und andere Dinge, die es hier so gibt. Ja, ziemlich viel los, wie immer, viel Verkehr, viel Straßenverkehr, die Leute leben. Und schon wieder sorgt einer an und fängt an zu fluchen. Achtet nicht auf seine Wortwahl, und das darf man nicht. Die Kinder hören zu und die Kinder fühlen mit. Ich fluch doch auch nicht einfach so rum. Ich sag mal vielleicht Schmarrn oder mal rutscht mir was aus, wenn ich in derselben Schublade bin. Wohl auf der Schublade. Also wenn einer energetisch manipuliert und nicht in seine Grenzen, in seine körperlichen Probleme, in seine Gedanken alles so übernehme und seine Handlungen und sein Vokabular, dann ist es so, dass ich dementsprechend auch seine Macken übernehme. Das heißt, dieses Rumtuchen, dieses Schlecht, wie sagt man, dieses Unwissende, dass man Negativität bei sich lassen sollte. Also alles Schlechte endet bei einem. Und sobald irgendwas passiert ist, was zum Beispiel einen wütend macht, dann sollte man in der Lage sein, diesen Wut, diesen Zorn bei sich zu lassen. Und nicht das negative Vokabular auspacken und sagen, wow, ich werde mal jetzt einfach mal alles sagen, und egal ob Kinder fühlen und hören, ich hau das alles raus. Nein, das sollte nicht passieren. Man sollte stets in der Achtsamkeit darauf achten, was das Ding rausgibt. Weil das Ding würde niemals was Schlechtes rausgeben. Herz und die Seele, die bringen einen nie in Schwierigkeiten.
Mit Herz und Seele flucht man nicht. Mit Herz und Seele richtet man keinen Schaden an. I love flowers and I love the flower powers. Viele haben sich schon gefragt, ja und jo, wie hat er denn Spaß bezüglich Frauen, bezüglich, ich sag mal, the boy ladies hier in Vientiane oder in Thailand. Ich sag dazu, ich stehe auf Frauen, ich liebe Blumen. Ich respektiere jede einzelne Göttin, jede einzelne heilige Medizinfrau respektiere ich und liebe ich. Dementsprechend bleibe ich auch bei denen. Yes, Flower Power, I love. Yes. Und hier sind noch ein Tempel, ein wunderschöner Tempel. Ja. Es gibt viel zu entdecken in Vientiane. Nochmal zu dem Thema, ich sag Vientiane adieu in maximal einer Stunde bin ich hier raus und sag auf Wiedersehen, also ich komme wieder. Derjenige, der Lust hat, auf diese Route, diese Reise zu machen, sei es mit dem Backpack oder sei es mit den anderen Möglichkeiten oder Angeboten, die ich dementsprechend vermittle, gerne. Für die Sterne, die gerne reisen. Also für alle Reisende, die Lust haben, eine Reise zu machen und dieselbe Tour. Ihr könnt mich gerne anquatschen, könnt mich gerne anschreiben. Mich gibt es auch bei Facebook. Und ja, schreibt mich an. Gibt es auch sowas. Mittendrin ein Kanal. Wasser. Water I love. Fire I love. Earth I love. Air I love. Four elements I love. Und bis später.